Es ist wirklich bestes Wetter, allerbestes Wetter und ich glaube, es geht jetzt richtig auf den Frühling zu. Die Temperaturen sind zwar jetzt noch recht kalt, aber schon in den nächsten Tagen, da soll 10 Stunden am Tag die Sonne scheinen und es soll echt ein bisschen wärmer werden. Die ersten Frühlingsblüher blühen im Garten und so langsam geht's echt voran. Am Wochenende bringe ich euch da am Sonntagmorgen um 8:15 Uhr wie jede Woche mit einem neuen Gartenvideo auf den aktuellen Stand. Diesmal gibt es für euch einen Gartenrundgang, aber erstmal heute werden wir uns trotz des schönen Wetters ins Haus begeben und ich zeige euch mal den aktuellen Stand meiner Jungpflanzenanzucht. Ich habe euch schon ein paar Aussaatvideos gezeigt, aber mal wirklich den ganzen Anzuchtraum, den zeige ich euch heute in diesem Video. Mit dieser Cam werden wir mal ein bisschen rumschauen, nicht nur nachkommentiert mit Nahaufnahmen. Ja, heute Anzucht und Sonntag 8:15 Uhr könnt ihr euch schon mal vormerken. Da werden wir dann im Garten einen großen Gartenrundgang machen und über Sturmschäden, Pferdemist, über Gartenpläne jetzt für die kommende Zeit sprechen und über Obstbäume. Die werden wir auch Sonntagabend, könnt ihr euch auch merken, 20 Uhr in einem Livestream bestellen. Wir haben das ja auch schon beim Saatgut gemacht, da haben wir Saatgut gemeinsam bestellt und jetzt werden wir mal für 800 € dick Obstbäume shoppen für den neuen Garten, denn die sind leider so ein bisschen kaputt gegangen, seht ihr aber alles am Sonntag. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Haus, gehen wir in den Keller und ich zeige euch mal meine Anzuchtstation und bringe euch damit so ein bisschen auf den aktuellen Stand. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch auch so sehr auf den Frühling freut wie ich. Ich mag dieses Wetter und das macht jetzt natürlich richtig Lust auf die neue Gartensaison. Und jetzt schauen wir mal, wie es mit der Anzucht läuft, ob wir überhaupt was für die kommende Anzuchtsaison haben. So, diese Zeitschaltuhr, die ist zuständig für das erste Pflanzenlicht, was wir haben. Und zwar ist es dieses Profi-LED-Licht. Da kommen so wirklich die Pflanzen drunter, die wirklich Power brauchen. Zum Beispiel die Paprikas, zum Beispiel die Tomaten oder auch was wir hier gerade aktuell schon drunter haben. Neben den ganzen Chilis. Wir haben hier zwei Platten Chilis ausgesät, die werden in nächster Zeit pikiert. Wir haben hier auch noch Erdnüsse. Und man kann es ganz gut erkennen. Hier schiebt gerade schon die vierte. Drei Erdnüsse sind da. Da hinten kommt eine Physalis. Da ist die Keimrate recht schlecht. Nahaufnahmen kann die Kamera nicht so gut, aber ich verrate euch, hier sind vier Erdbeerpflanzen schon gekeimt. Und auch hier, da sehen wir schon, kommen die nächsten zwei Erdnüsse. Hier noch eine. Das heißt, wir sind plus drei und vier sind wir bei sieben Erdnüssen dieses Jahr. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, nur fünf. Also schon mal echt schön. Wir nummerieren immer noch mit Namen, nicht mit Namen, mit Nummern. Und die Namen, die haben wir dann auf dem Handy. Da haben wir eine schöne Sortenliste. Hier haben wir noch unser Profi-LED-Lichthank von Flower Power. Und dann haben wir hier ein paar Spezialitäten: Melonenbirne, also Pepino, Maracuja, Aubergine. Und hier geht es weiter mit den ganzen Paprikas. Die haben wir in der letzten Zeit ausgesät. Da blende ich euch hier kurz noch mal ein paar Aufnahmen zu ein. Wir haben die Kamera ganz kurz mitlaufen lassen. Aber Anzuchtvideos finde ich einfach nicht mehr spannend. Gibt es bei mir schon auf dem Kanal genug und ist echt immer das Gleiche. Da können wir besser später mal einen Zusammenschnitt von der ganzen Gartensaison machen. Hier oben haben wir dann immer noch unser Thermostat, ist gerade 20,2 Grad hier drin, soll ja eigentlich zwischen 19 und 19,7 Grad pendeln, aber momentan ist es draußen nicht mehr so kalt. Die Sonne steht ein bisschen auf dieses Kellerfenster und deswegen wird es ein bisschen wärmer. Wir haben hier, habt ihr draußen gesehen, bestes Wetter. Und das ist gerade der aktuelle Stand unserer Jungpflanzenanzucht. Das Einzige, was wir noch im Haus vorziehen, das sind, wir schauen mal hier in diese Kiste. Hier in dieser Kiste sieht man das, was wir jetzt im Haus noch vorziehen, und zwar die Tomaten. Da haben wir noch eine ganze Kiste voll da. Dann habe ich hier ja noch mein Saatgutregal. Es gefällt mir echt mal wieder mit der Kameraperspektive, dass wir hier einmal durchschwenken. Sonst seht ihr wirklich sehr wenig nur davon in Nahaufnahmen. Aber jetzt könnt ihr hier zum Beispiel noch mal was sehen. Und zwar das Saatgut, was wir jetzt ziemlich zeitnah, Ende März, sage ich mal so Ende März, Anfang April, aussehen. Das sind zum Beispiel Zwiebeln, Salate, Kohl. Und dann haben wir hier noch eine ganze Kiste mit Melonen, Gurken, Zucchini und ein paar exotische Highlights. Die werden wir dann speziell ab Mitte, Ende April sowas vorziehen. Hier auch nochmal schöne Salatgurken von Rheinsaat. Ja, und was ich euch mit diesem Video eigentlich zeigen möchte, ist einmal diesen kompletten Anzuchtraum. Wir haben das Video gerade quasi hier unten im Keller von hier gestartet.
Hier gehen wir in den Anzuchtraum rein. Hier hängen erst unsere beiden Profi-LED-Lichter. Wir haben die ganzen Malertische und haben hier quasi schon die ersten Pflanzen. Wir sind dies Jahr selber ein bisschen spät dran. Wir wollen aber auch möglichst sehr viel im Garten direkt vorziehen, ohne Kunstlicht. Strom wird teurer, sollte vielleicht für jeden mal so eine Überlegung wert sein. Vielleicht auch mit der Jungpflanzenanzucht nach draußen zu gehen, denn es muss wirklich nicht viel im Haus vorgezogen werden. Erdnüsse, Chilis, Peperonis, Paprikas, Tomaten können wir noch verstehen, aber alles andere wird bei uns möglichst draußen vorgezogen, denn wenn man Folientunnel oder Gewächshaus hat, dann ist das echt nicht schwer, da ein bisschen Temperatur reinzukriegen und auch bei 0 Grad überlebens einige Pflanzen noch draußen im Garten. Deswegen ist das für uns jetzt nicht so das Problem. Hier haben wir dann alles quasi, was wir für die Jungpflanzenanzucht brauchen. Da habe ich euch in der Videobeschreibung wie immer bei den Anzuchtvideos auch verlinkt. All unsere Equipment für die Gartensaison, zum Beispiel die Aromatisch, die haben wir hier auch noch drin. Die nutzen wir gerade zum Anziehen. Dann werden wir nachher im Floracard Grow Mix pikieren. Da unten, da haben wir ganz viele Anzuchtplatten drin. Hier haben wir dann die ganzen Anzuchttöpfe. Hier haben wir schon was, das brauchen wir demnächst beim Glasgewächshaus. Seht ihr im Video am Sonntag, da sind uns viele Scheiben flöten gegangen. Und jetzt werden wir, wie heißt es hier, Masterfuge, Silikon, schwarzes Silikon schön in unseren Gewächshausrahmen schmieren, sodass die Fensterscheiben dann da drinnen bleiben. Hier haben wir auch noch eine schöne Restekiste, da seht ihr, was wir alles gerade an Paprikas ausgesät haben. Hier habe ich noch zwei Kartons Paprika Kira, also wirklich eine Menge. Davon haben wir jetzt 97 Stück übrigens vorgezogen. Und hier haben wir noch ein paar Highlights liegen: Kameraakkus, Saatgutregal, dann all das, was noch ausgesät wird. Hier haben wir einen aufgequollenen Kokostab. Hier haben wir das Wasser zum Gießen mit der Ballbrause, unser Nudelholz zum Andrücken. Damit machen wir quasi die Anzuchterde möglichst gerade. Wir haben eine Wetterstation zum Überwachen und Verdunstungswasser für die Heizung, die hier an dem Thermostat angeschlossen ist. So, das war es eigentlich auch schon hier von unserem Anzuchtkeller. Und es ist gar nicht so speziell, es ist ein kleiner, feiner Raum, wo wir hier unsere Jungpflanzenanzucht drin durchführen. So, wir schauen uns das mal von hier vorne an, so haben wir eigentlich alles mit drauf. Und hier, da sind Niklas und ich immer am Vorziehen bei der Jungpflanzenanzucht. Wir können euch noch mal kurz unser Regal hier zeigen, was wir sonst noch so haben. Wir haben ja auch noch Pflanzknoblauch stehen, Gründünger, dann haben wir hier ein Bokashi-Set. Also wir haben wirklich noch sehr viele Sachen. Hier meine Balkonkübel, da kommen dann wieder Pflanzen an den Balkon. Wir haben hier Gläser für Gewürze, die wir im Herbst verarbeiten, zum Beispiel Chili-Pulver. Dann haben wir hier noch ein paar Werbegeschenke und sowas von Kiepenkerl. Dann haben wir noch eine Zeitschaltuhr auf Reserve. Wir haben hier ganz viele Eisstiele zum Beschriften unserer Jungpflanzen. Ich glaube, es sind 2000 Stück. Wir haben hier Kulis und all das, was man eben für so eine Jungpflanzenanzucht so braucht. Wir haben hier auch eine Lampe. Diese nutzen wir meist im Garten. Kann ich euch mal zeigen. Sehr hell. Die nehmen wir meist mit im Garten, wenn es dunkel ist. Von Samos Kniekammer und Werbegeschenk eine Fliegenklatsche. Also ihr seht schon, in diesem Raum gibt es für die Jungpflanzenanzucht auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir switchen nochmal eben in die andere Kameraperspektive. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen hier aus meinem Anzuchtkeller. Und ich finde, es ist ein sehr schöner Raum. Wie macht ihr eure Jungpflanzenanzucht? Schickt mir gerne mal Bilder. Und zwar könnt ihr mir Bilder über Instagram, Facebook oder auch über meine E-Mail-Adresse schicken. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung, wie ihr mich kontaktieren könnt. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne mal, wie findet ihr meine Anzuchtstation? Für so ein bisschen Vorziehen ist es schon sehr viel, aber mir gefällt es auf jeden Fall doch ganz gut. Und wenn wir hier mal dran vorbeigucken, das sieht doch schon noch was aus. Bald geht es mit den Jungpflanzen nach draußen. Die Gartensaison geht richtig los und merkt euch auf jeden Fall Sonntag 8:15 Uhr. Neues Video, ein großer Gartenrundgang. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao. Abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Videos mehr von mir. Also, kleiner Geheimtipp von mir. Okay, ciao.